Big Direkt Gesund, der Podcast. Atmen Sie gut aus, schütteln Sie sich. Ja, nach Körpers Lust. Melodische Musik untermalt die ersten Übungen im Yogakurs. 9 Teilnehmer stehen auf ihren Gymnastikmatten. Die erste Übung scheint einfach. Bewusst ein- und ausatmen. Nach dieser kurzen Aufwärmphase geht die Tanztherapeutin Marie-Luise Ober zu einfachen Yoga-Übungen über. Es geht in erster Linie darum, dass sie wieder einen Zugang zu sich bekommen, ihren Körper wahrnehmen. Das ist im Alltag ja meistens nicht so gegeben, weil im Bereich von Arbeit und auch vielleicht in der Familie einfach die Hektik und der Stress in den letzten Jahren immer größer geworden sind und in Ruhe, so wie das möglich ist, bei uns im Hause, besinnen sich die Menschen wieder auf sich selber und sie nehmen einfach wahr, was mit ihrem Körper los ist. Die nächste Übung heißt der Hund, der nach unten schaut. Dazu gehen die Teilnehmer auf alle Viere und machen einen Rundrücken. Niemand muss hier sportliche Höchstleistungen bringen. Das Motto lautet: Vergnügt, geübt, genügt. Beate Brunner ist eine der 9 Teilnehmer. Ich bin Lehrerin. Und merke halt, dass das mir manchmal einfach zu viel wird. Also, dass ich das alles nicht mehr schaffe, dass Sachen liegen bleiben, das ärgert mich. Und dachte, das wäre eine gute Möglichkeit und hat sich auch bis jetzt bestätigt. Beate Brunner und die anderen 8 Teilnehmer lernen in dem einwöchigen Präventionsprogramm, bewusst mit Stress im Alltag umzugehen. Dabei sollen auch die eigenen Verhaltensweisen überdacht werden. Die Woche hat einen umfangreichen Stundenplan, der mit einem kurzen ärztlichen Gesundheitscheck beginnt. Beate Brunner ist vom Kursprogramm sehr angetan. Wir haben ganz verschiedene Angebote. Entspannungstechniken, Fitnessraum ist uns vorgestellt worden. Gestern haben wir was ganz Tolles im Wasser gemacht. Aquarelax, das war sehr, sehr schön. Also wirklich ganz verschiedene Facetten, aktive Sachen, passive Sachen, sodass jeder so gucken kann, was ist für mich eigentlich jetzt das Richtige. Klaus-Dieter Korring-Weidner hat einen Job in der Kinder- und Jugendarbeit. Er will in dem einwöchigen Kurs vor allem Entspannungstechniken für sich entdecken. Er macht nicht nur bei den Yoga-Übungen begeistert mit, sondern gewinnt auch den freien Abenden etwas ab. Alle Abende hier im Haus sind frei. Ich kann mir die frei einteilen, frei gestalten. Und das finde ich für mich sehr befreiend als jemand, der sehr viel auch in den Abendstunden sonst immer arbeiten muss. Jeden Tag gibt es ein anderes Programm. Neben dem Gesundheitstraining, den zahlreichen Entspannungsübungen und der Sport- und Bewegungstherapie lernen die Teilnehmer gemeinsam gesund zu kochen. Klaus-Dieter Korring-Weidner findet es sehr vorteilhaft, dass alles in der Gruppe unternommen wird. Ich glaube, dass es gut ist. Es ist keiner hier, der wirklich völlig ausgebrannt ist. Sind alle bewusst hier für diese eine Woche als Prävention. Und das ist, denke ich, auch gut. Und wir kommen ins Gespräch miteinander, helfen uns gegenseitig so das ein oder andere. Es ist irgendwie klasse. Die Yogastunde von Marie-Luise Ober neigt sich dem Ende zu. Nach den abschließenden Atemübungen gehen alle entspannt in den nächsten Kurs. Auch nach der Präventionswoche steht für sie fest, ich werde auch zu Hause mehr für mich tun. Immer wieder hört die Trainerin Ober großen Zuspruch der Teilnehmer. Ja, das hat mir sehr geholfen. Ich fühle mich jetzt wieder ganz lebendig. Ich weiß wieder, wer ich bin. Ich habe einen Zugang zu mir gefunden. Ich kann mich besser abgrenzen. Ich fühle mich wieder wohl in meiner Haut.